Sievenich liegt halbtot im Krankenhaus. Und du kommst jetzt sofort nach Hause. Los. Autsch, lass mich los. Otto. Aber Frau Busch, wir sind doch erwachsene Menschen. Erwachsen? Ihr zwei spielt keine Spielchen mehr mit mir. Ihr nicht. Los, komm. Lisa, ich ruf dich nachher an, ja? Und als nächstes rasierst du mir den Schädel, Karl, oder was? Ich glaube, es ist besser, wir reden später weiter. Nee. Ich will wissen, was ich verbrochen habe, wenn ich schon wie ein Schwerverbrecher abgeführt werde. Na komm, sag schon. Wen habe ich umgebracht? Du hältst dich wohl für ganz lieb, rein und edel, was? Und in Wirklichkeit bin ich was? Na komm, spuck's aus. Das musst du schon selber wissen, für was du dich hältst. Wie hättest du es denn gerne? Bist du zufrieden, wenn ich sage, dass ich der letzte Dreck bin? Aha. Jetzt kommt die Mitleidsmasche. Soll ich Beifall klatschen? Herrgott noch mal, Lisa! Du lügst uns hier das Blaue vom Himmel herunter. Erzählst irgendwelche Geschichten. Ich weiß doch überhaupt nicht mehr, wer du bist. Wir existieren ja gar nicht mehr in deinem Leben. Nur wenn es ans Bezahlen geht. Dann schon, dann sind wir wichtig. Jetzt bin ich auch noch ein Schmarotzer. Weißt du eigentlich, wie viele Willst Stunden ich hier für dich... Willst du anfangen aufzurechnen? Das würde ich lieber lassen. Die Rechnung würde zu deinen Lasten gehen. Natürlich, muss sie ja, weil du immer die Bessere bist. Die sich totschuftet für die ganze Familie, die immer nur ausgenommen wird. Und jetzt nimmt ihr die undankbare Tochter auch noch den Lover weg. Ich verzichte auf diese lächerliche Diskussion. Ah, jetzt ist es plötzlich unter Niveau, ja? Unter meinem Niveau schon. Aber mir hinterher spionieren, das geht in Ordnung, ja? Ich bin spazieren gegangen! Ich habe euch zufällig gesehen! Du bist also völlig unschuldig, ja? Hast es mal wieder geschafft. Ich fühle mich jetzt wieder wie der letzte Dreck. Und so habe ich mich immer gefühlt. Weil du immer die Tolle bist. Inge, die Große, Inge, die Selbstlose. Aber Otto liebt mich. Mich. Und weißt du, was das für ein Gefühl ist? Das ist ein Jahrhundertgefühl. Und das kannst du mir nicht mehr nehmen. Nie mehr. Im Grunde kannst du einem leid tun. Weil sowas wie zwischen Otto und mir, das hast du nie erlebt. Und das wirst du auch nicht mehr. Guten Morgen, Herr Sievenich. Guten Morgen, Dr. Eschenbach. Und Sie sind schon wieder am Packen? Nur noch die Visite. Dann geht's zurück ins Leben. Man kommt ganz schön ins Philosophieren. Nach so einem Zusammenbruch. Jedenfalls ist es wunderbar, noch da zu sein und das verdanke ich nur Ihnen. Wenn jetzt wieder so eine Hymne kommt, dann reiß ich aus. Übrigens muss ich sowieso wieder gehen. Danke. Sie wissen, dass Sie sich in Zukunft sehr schonen müssen. Koffer schleppen und Schnee schippen und so, das ist aus und vorbei. Kann aber auch seine Vorteile haben. Ich hätte auch gern jemanden, der für mich Staub saugt. Übrigens wüsste ich da jemanden für Sie, der Ihnen ein bisschen zur Hand gehen könnte. Ach, ich weiß nichts. Eigentlich hatte ich die Stelle Nadine angeboten, nur sie meldet sich gar nicht. Vermutlich traut sie sich nicht. Ich muss sowieso noch etwas mit ihr besprechen. Soll ich ihr sagen, dass sie mal bei Ihnen vorbeischaut? Ach, das wäre sehr nett. Gut. Übrigens, die Idee von Frau Winkelmann finde ich sehr gut. Haben Sie sich die Sache mit der Praxisübernahme mal durch den Kopf gehen lassen? Ich kenne Frau Dr. Degenhardt schon sehr lange. Ich könnte ein gutes Wort für Sie einlegen. Na, ich weiß nicht, ob ein Wort da ausreicht. Vor allem bei der Bank. Mit denen habe ich übrigens heute Nachmittag einen Termin. Danach bin ich schlauer. Ich melde mich dann. Oh. Cassie. Vater. Was machst du denn für Sachen? Wir waren so erschrocken. Wir sind wie die Verrückten hierher gerast. 12 Stunden. Zweimal geblitzt. Absoluter Rekord. Aber wir wollten ja nicht mitten in der Nacht hier aufkreuzen. Na, so dramatisch war es nun auch wieder nicht. Ihr hättet wirklich nicht extra kommen müssen. Aber natürlich freue ich mich über euren Besuch. Übrigens, kennt ihr Dr. Eschenbach? Nein. Meine Tochter, Frau Robinson. Hallo. Herr Wagner. Danke. Ja, und das ist nun mein Lebensretter.
Ich weiß gar nicht, wie wir uns bei Ihnen bedanken können. Beantragen Sie das Bundesverdienstkreuz für mich, aber in Gold. Also, Karl, erzähl mal, was ist denn eigentlich passiert? Ach, ihr seht ja, es geht mir schon wieder gut. Setzen Sie sich kritisch mit dem Begriff Röhmputsch auseinander. Ich weiß ja noch nicht mal, was ein Putsch ist. Das ist ja nicht dein Ernst. Du kommst im Lexikon einfach nach Punsch. Es kommt halt nicht jeder aus so einer schlauen Family wie du. Da kommt Paula. Hey, Paula, du kommst ja wahnsinnig früh. Bist du gerade eben aus dem Bett gefallen? Ich weiß passieren. So, bei der Kälte? Entscheidungen muss man sich barfuß erlaufen. Was denn für Entscheidungen? Dass du doch wieder auf die gute alte Socke zurückkommst. Ich gehe zurück nach Brasilien. Was? Ich bin mal gekommen, mich zu verabschieden. Wieso denn? Was hast du einen Knall? Die Irrgang behauptet, die Adoption ist gegen das Gesetz. Die Irrgang? Was ist denn das für ein Irrläufer? Die Tante von Jugendamt. Sie hat was gegen uns. Sie will nicht, dass ich hier bleibe. Springen glatt und schiffen mich in so einen Container rüber. Und da gehe ich lieber freiwillig. Mensch, lass sie doch von so einer super dummen Zicke nicht auslutschen. Wir leben doch in einem Rechtsstaat, da kann jeder seine Meinung äußern. Ja, und mein Onkel ist ein Riesenanwalt, der holt dich da ohne Probleme wieder raus. Überhaupt kein Problem. Rechtsstaat. Die machen doch hier mit einem, was sie wollen. Genau wie damals, als meine Mutter mich zurückhaben wollte. Wenn Otti nicht so gekämpft hätte. Hey, deine Eltern müssen die Krallen ausfahren. Das ist das Allereinzigste, was hilft. Heinz und Hilde, die wissen auch nicht, was sie tun sollen. Die fetzen sich nur. Dann müssen wir dich eben verstecken. Meine Mutter kauft sowieso immer viel zu viel ein. Die checkt gar nicht, wenn was fehlt. Ich versteck mich nicht mehr. Und ich lass mich auch nicht mehr rumschubsen. Von jetzt ab bestimm ich über mein Leben. Ich hol mir Hilfe aus Brasilien. Hey, Paula! Paula! Was hast du denn jetzt vor? Hi, Mom. Hi, Son. Wieso bist denn du schon hier? Arndt ist krank. Bio ist ausgefallen. Ihr habt bald überhaupt keinen Unterricht mehr. Was suchst denn du? Ach, nichts weiter. Eine Kerze wäre nicht schlecht. Hier wird nicht gekokelt. Glaubst du, ich will die Hütte anzünden, die mich nährt? Ist für Kunst. Wir machen was mit Wachs, wie im Kindergarten. Und das ist das Fach. Kann ich mit bei Olli pennen? Meinetwegen. Ich danke. Ich mache die Toolaufgaben. Tschüss. Hey Tom, aber Moment mal. Da stimmt doch irgendwas nicht. Wenn der sein Tom Sawyer-Gesicht aufsetzt. Hallo Nadine, wo stecken Sie? In der Pension wartet Arbeit auf Sie. Melden Sie sich doch mal bei Karl Siebenich und Robert Eschenbach. Ja, hier näher. Ich wollte. Ich. Ist Herr Dr. Eschenbach da? Robert? Tut mir leid, der kommt erst abends wieder. Kann ich was ausrichten? Ja, nein, ich rufe wieder an. Gärtnerei Busch, guten Tag. Ach, Herr Gobrecht. Nein, die übt gerade. Es tut mir leid, aber ich kann Sie jetzt nicht stören. Oh, ich wüsste nicht, was wir beide miteinander zu besprechen hätten. Es tut mir leid, Herr Gobrecht, aber Kundschaft ist da. Auf Wiederhören. Na, was kann ich für dich tun? Ich weiß nicht. Haben Sie eigentlich auch Blumenreste?
Also, das finde ich ja irgendwie rührend, dass sich heutzutage noch jemand für Blumenreste interessiert. Wozu brauchst du die denn? Nur so. Aha. Und wie viele willst du haben? So viel sie haben? Dann komm mal mit. Suchst du bestimmte Sorten? Egal. Mhm. Ist das ihre Tochter? Die spielt toll. Ja. Ja, dann bitte, bedien dich. Aus der Wohnung fliegen. Wir? Ihr? Otto sagt, so einfach geht es nicht. Die kann ihn ja einfach zurückschicken. Wir kämpfen um dich. Du bist unsere Tochter und du bleibst es auch, hm? Sag mal, was riecht mir so? Irgendwie nach Zwiebeln oder was? Hey, ist ja grandios. Du kannst ja richtig gut malen. Wie sie lebt und lebt. Spitzenmäßig. Das passt zu ihr. Das ist ein Geschenk. Was? Naja, du wirst schon sehen, es renkt sich alles wieder ein. Bin um 6:30 wieder da. Paula, Besuch für dich. Hallo, Paula. Hallo. Hallo. Wir haben alles bekommen, sogar den Spiritus. Jetzt muss es nur noch dunkel werden. Essen! Will Lisa nichts essen? Keine Ahnung. Ich hol sie. Ich gehe ran. Bei Busch. Einen Moment, bitte. Lisa, Telefon, Herr Gobrecht. Ich kann jetzt nicht, du hörst doch, dass ich übe. Tut mir leid, Herr Gobrecht, sie übt gerade. Vielleicht rufen Sie später nochmal an. Ja, gut. Wiederhören. Wunderbar. Das ist ja vielleicht eine Stimmung. Wie in einer Familiengruft. Ich habe jetzt keine Lust zu reden. Na schön. Dann rede ich eben mit dem Fernseher.
fruta. Eu ofereço aos deuses para que nos ajudem. Para que nos ajudem. Desejo que os deuses levem essa mulher longe de mim. Auf dem Flur getroffen. Er war gerade am Gehen, weil er noch was essen wollte. Wenn ich das gewusst hätte, er hätte doch mit uns essen können. Ja, das habe ich ihm ja auch gesagt. Naja, übrigens ein sehr sympathischer Mann. Und er hat sich nach dir erkundigt. Sag mal, wolltest du nicht abräumen? Stattdessen verführst du einen kranken Mann zum Trinken. Umgekehrt. Ich habe ihn verführt. Och, ist ja lustig. Sag mal, übertreibst du nicht ein bisschen? Ja, ich vielleicht. Welches Zimmer kann ich nehmen? Willst du etwa hier schlafen? Ja, was glaubst du denn? Ich lasse dich doch in der ersten Nacht nicht alleine. Und morgen? Ja, morgen. Wenn dein Herz heute Nacht brav pumpt, dann können wir morgen neu verhandeln. Zum Beispiel darüber, ob ich mich mit Nadine abwechsle. Also, ich nehme Zimmer 7. Ist das in Ordnung? Ganz und gar nicht. Ich bin noch kein kleines Kind. Im Park brennt es. Die Feuerwehr. Schnell. Was? Warte mal, welche Nummer ist das? 115? 2. Ich sollte mal die Löffel langziehen. Aber wie? Fertig machen zum Abrücken. Hier ist nichts mehr zu tun. Na, dann viel Spaß mit den Plagen. Mit Spiritus rummachen. Die habt ihr wohl nicht alle. Entschuldigung, mein Name ist Wolfgang Wagner. Das sind alles meine Schüler hier. Da sind Sie stolz drauf. Sagt mir, ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Es gibt was, wenn das vor Gericht landet. Das kann ich euch versprechen. Brandstiftung, grober Unfug. Das ist kein Unfug. Das ist Makumba. Und die Götter haben unser Opfer angenommen. Götter? Ihr seid auch wirklich von allen guten Geistern verlassen. Jetzt hätte ich gern von jedem von euch Namen und Adresse. Paula! Lassen Sie sie doch los! Sie ist doch noch ein Kind! Sie hat Angst, dass sie zurückgeschickt wird. Wieso? Stimmt da was nicht? Es ist ziemlich kalt. Lassen Sie uns doch in die Wärme gehen. Na, ich denke, ich kann da mal eine Ausnahme machen. Wenn der Spielplatz wieder in Ordnung gebracht wird und Sie mit den Eltern reden. Der Feuerwehreinsatz muss natürlich bezahlt werden. Ich habe selbst eine Tochter. Man muss verdammt aufpassen. Er hat vollkommen recht. Mensch, 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 Mensch. Eine schwarze Messe. Was ist denn eigentlich in euch gefahren? Sie wusste halt nicht mehr weiter. Ich glaub daran. Anfangs dachte ich auch. Total fetzig. Voll der Humbug halt, aber dann... Die Flammen haben das Bild richtig aufgefressen. Es war, als würde alles aufhören. Menschenskinder, es gibt keine Geister. Wieso bist du eigentlich mit deinen Sorgen nicht zu mir gekommen? Sie waren ja nicht da.
Ja, das stimmt. Aber jetzt bin ich wieder da und morgen früh gehe ich gleich zum Jugendamt und spreche mit dieser Frau, Frau Irger. Zwecklos. Die will mich weghaben. Du, so einfach geht das bei uns nicht. So, und jetzt hopp, hopp, ab nach Hause. Nee, muss sein. Ja, das muss sein. Ich bringe euch noch ein Stückchen und morgen früh pünktlich in der Schule. Na ja, so schlimm wird's ja nur nicht werden. Na los, hopp. Bis morgen. Müssen wir wirklich alle sagen. Aber das mit dem Zauber, davon wollen meine Eltern doch nicht wissen. Blöde Ehrgang, die macht einen völlig fertig. Psst. So ein kleines Feuerchen am Spielplatz ist doch normalerweise ein Witz. Und jetzt denkt man schon, hoffentlich kriegt sie es nicht spitz. Jetzt ist sie wieder unser Baby. Sie hat zwei Alter. Manchmal ist sie fünf, manchmal 50. Was du dir immer zusammenspinnt, die sieht's. Hm. Sie ist 14, das sieht doch jeder Bekloppte. Aber hier ist doch noch genug Platz. Erstmal. Ich krieg bestimmt Albträume von dieser blöden Ehrgang. Und am Ende schlage ich noch um mich. Und hier kriegt es ab. Soweit? Ja, gleich. Wie lange braucht sie denn noch? Wir kommen bestimmt zu spät. Bestimmt nicht. Wir haben jedes Mal eine Ewigkeit gewartet auf dem Jugendamt. Die Ehrgang pupst bestimmt noch in die Kissen. Das kennt man doch. Je höher, je fauler. Oh, Heinz, du fängst ja schon wieder gut an. Vergiss mal nicht, dass wir was von der Ehrgang wollen. Muss ich sowieso noch bei ihr entschuldigen wegen vorgestern. Na, Poppel hier? Was? Sie kann den Termin nicht halten? Und das fällt ihr jetzt ein? Das gibt... Ach so. Ein Unfall, verstehe. Ja, wiederhören. Das Jugendamt. Die Ehrgang liegt im Krankenhaus. Sie ist gestürzt und hat sich das Bein gebrochen. Geistern verlassen. Der Sturz geht auf ihr Konto. Befürchtet Paula? Oder ist Makumba nur fauler Zauber? Mehr über Voodoo und Aberglauben im nächsten Marienhof.